Hi Leute, willkommen zurück zum Koop-Gameplay von Dark Souls 3. Geht's mal weiter jetzt hier. In der Feste, in der halben Feste aber nur. So, da unten ist schon einer. Das schaffst du. So. Das wird jetzt hier ein bisschen eklig. Aber das ist noch der leichtere Teil. So, hier unten sind drei Stück. Man kann schon mal abballern. Ah ja, zwei und da drüben noch ein. Da sind schon ein paar. Warte, ich baller die ein bisschen runter. Hinter dir, hinter dir. Okay, jetzt kannst du hier hinten, da kommt so ein Hund und so ein Hund. Okay. Da hat der Typ hat was, glaube ich, der da liegt. Okay, hier gibt es jetzt viele verschiedene Wege. Also wir können erstmal hier lang gehen über das Wasser. Und muss aufpassen, hier ist so eine Riesenkrabbe. Zwei Stück gibt es davon. Ja, die sind so schnell, da muss abwarten. Ja, das sind die kleinen Krabben. Das ganz oben ist eine Riesenkrabbe. Aber hier, Achtung, diese Pilze, die vergiften dich, wenn du da zu nah dran bist. Kannst du ja mal draufschlagen. Okay, diesen Blatt. Ja, Achtung, guck mal hier, da sitzt so einer. Siehst du dieses Kreuz, was da so sitzt? Da rechts hier sitzt so einer. Da bei diesen Kreuzen. Da, siehst du rechts. Da rechts ist er doch. Er ist so getarnt, der hat auch so ein Kreuz. Der ist ziemlich stark. Kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ich hab's dir gesagt, der ist ziemlich stark. Pass auf! Achtung! Okay, ich hab ihn. So, dann hier sind noch ein paar Pilze. Pilz hier. Pilze. Und da sind auch noch Pilze. Ich kann es auch platt machen. Hinter dir ist noch so ein starker. Okay, Hälfte ist weg. Jetzt hau noch einmal drauf, dann ist er platt. Ja, sehr gut. Die geben auch ganz gut Seelen eigentlich. Okay, jetzt können wir eigentlich erstmal hier lang. Da ist so ein Eisding, das ist aber noch. Da können wir noch nicht hin, da müssen wir später von hinten reinkommen. Und da vorne ist ein ziemlich krasser Ritter. Der ist schon. Kannst mal gucken hier auf dem Balkon, ich glaube, da lag noch irgendwie was. Weiß ich nicht. Aber da dieser Ritter, der kommt jetzt gleich. Da. Warte, ich schieße ihn erstmal ab. Oh. Hat schon angelockt. Ich habe keine Mana. Achtung, der ist sau stark. Geh weg, geh weg. Geh weg. Ja, der ist stark. Boah. Jetzt bin ich fast gestorben. Ja, korrekt. Ich auch nochmal einen Trank nehmen erstmal. Ja, der ist schon stark hier. Musst du aufpassen. So, gehen wir hier durch. Ja, aber hier hinten kannst du dir was holen. Da gibt es so ein paar Sachen noch. Hier müsste es eigentlich noch ein paar Sachen bei dir geben.
Okay, dann können wir wieder zurück. Wie viele Estus hast du noch? Gar keine. Okay. Ja. Glaube ich nicht. Du hast schon ziemlich gute Rüstung aktuell. Der Krieger startet schon mit einer relativ guten Ausrüstung. Ja. Naja, wenn er besser ist, dann nimm den. Der hat nämlich weniger Gewicht auch. So, dann gehen wir am besten erstmal hier wieder zurück. Müsste jetzt eigentlich auch schon einige Points haben, vielleicht kannst du auch wieder upgraden. Da würde ich jetzt erstmal die große Krabbe machen. Mr. Krabs, die große Krabbe. Achtung, da hinten ist er. Da. Da kommt er schon. Geh drauf. Ja, du musst den vorne treffen. Sonst zockst du den nicht. Jetzt drauf, 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 drauf. Ja, sehr gut. Kannst mal gucken, was er hat. Ich weiß nicht, was du für Ränge anhast, aber brauchst du nicht. Ja, die kleinen Krabben hier kannst du kaputt machen. Ja, okay. Pass auf, hier sinkst du manchmal so ein, da ist tiefer, dann kannst du nicht mehr rennen. Achtung, da hinten ist noch so eine große Krabbe. Siehst du die da? Boah, jetzt ist gerade ein Boss. Hier ist gerade da, hinter dem Baum ist er, der rote. Da. Gelbfinger Hänsel. Hier, der ist hier hinter dem Baum. Greif an, ich komme auch noch. Ja, da ist er schon weg. Ja, nimm das. Finstergeist zerstört. Der war easy. Ja, du bist ja noch ganz am Anfang vom Game, das ist noch nicht so geile Ausrüstung. Ja, weil du halt Krieger bist und der hat am Anfang schon eine richtig starke Rüstung. Aber später gibt es noch krassere Sachen auf jeden Fall. Ja, die kommt jetzt. Lila Moos, das brauchst du später. Jetzt ist hier wieder einer gekommen, gerade. Ich gehe auf die große Krabbe erstmal. Boah, der ist voll auf mich. Der hat mich gekillt. Ich hab den gar nicht gesehen. Der ist da rechts neben dir. Versuch zurück zum Bonfire zu gehen. Das ist ein Magier. Wenn du nah dran kommst, kannst du gut schlachten. Ich hab ihn leider nicht gesehen. Ja, weil der Magier ist, der will Fernkampf machen. Ja. Wenn du bei ihm im Nahkampf mit ihm gehst, dann hat er eigentlich keine Chance. Ja, Nahkampf hat er keine Chance. Der ist nämlich nicht so stark. Ja. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Ach so, ja. Kriegst du immer wieder dann voll.
Muss wegrollen. Ja, sehr gut. Hast du jetzt wieder Estus oder was? Dann geh mal dahin, wo am Anfang, wo er da in der Ecke lag. Weißt du, wo du da diesen Hund gekillt hast? Da lege ich dir jetzt den Speckstein hin. Dann brauchst du nicht zum Bonfire zu gehen, nämlich. Weißt du, was ich meine? Geh ganz links an den Rand. Nee, geh zurück. Ganz zurück. Und da, wo der Hund war. Ganz am Anfang. Da habe ich ihn dir hingelegt. Genau in die Ecke, wo der Hund war. Das ist nicht gut für dich. Ja, kannst du, wenn du Belastbarkeit genug hast, dann kannst du anziehen. Ja, mach das mal. Ja, aber soll ich sonst alle Gegner nochmal platt machen muss bei mir? Aber dann geh nicht zum Leuchtfeuer, weil da brauchst du ja nicht, du hast ja noch Flakons jetzt. Aber wenn du zum Leuchtfeuer gehst, kommen ja wieder alle Gegner neu. Genau, da habe ich sie auf den Boden gelegt. Hast gefunden, ja. Mhm. Gut, die zwei Krabben haben wir ja platt gemacht, dann sind wir da lang. Ja, okay, dann. Genau so, da bin ich doch wieder. Hast du jetzt andere Rüstung angezogen? Ja, oder? Nee. Okay, dann komm, wir gehen jetzt hier weiter. Hier hast du ja schon die ganze platt gemacht. Kannst die kleinen Krabben hier kaputt machen, die bringen aber, die machen eigentlich nichts. Die bringen auch nicht viel. Ja, ja, ist ja okay. Das ist. Ja. Das stirbt schon nicht. So, pass auf, da ist rechts ein Dicker, da mit der Keule, siehst du den? Ja, warte mal, renn nicht so, da sind zwei starke Gegner. Er rennt hier wild rum. Ja, guck mal rechts von dir, hier, jetzt guck mal dahin, da sind zwei starke Gegner. So. Da kommst du nicht hin. Ja, kannst du aber so nicht hin, da musst du von da oben hin. Da kommst du so nicht hin. So. Da kommst du einen anderen Weg gehen, damit du da hinkommst. Jetzt pass auf, ich lock einen an, versuche ich anzulocken. Und dann machen wir einen nach dem anderen, weil die sind schon ziemlich stark, wenn die dich treffen. Das zieht schon gut ab. Ja, ja, der eine hat ein Schwert, der andere so eine Keule. Warte, wenn der jetzt kommt, kann ich den vielleicht anlocken. Ja, jetzt kommt er. Kommt. Pass auf. Okay, bleib. Der gibt auch ordentlich Seelen jetzt nochmal.
Ja. Und jetzt der andere noch. Hey, 13.000, ja, das ist schon gut bei dir. Kannst gleich drei Stufen machen. Jetzt hier, den noch. Den machen wir auch platt. Er kommt da mit seiner Keule. Achtung, er zieht noch mehr ab. Ja. Ja, so ist gut, immer abwechseln. Ja, platt ist er. Wollte er sich gerade heilen. Ja. Den habe ich dir schon gegeben, glaube ich. Riesenkeule ist eigentlich ganz geil. Wenn die Upgrade ist, die macht richtig viel Schaden. Aber musst halt immer mit zwei Hand dran spielen. Guck mal, hier müssen noch ein paar Gegenstände liegen, glaube ich. Okay. Jetzt können wir noch hier runter gehen. Kommt man hier durch? Ah ne, hier kommt man nicht durch. Das ist da von der anderen Seite, genau. Und jetzt können wir hier runter die Treppe gehen. Die Leiter. Ne, da kannst du nicht durch. Das ist kaputt. Müssen wir hier runter gehen? Bist du? Hier runter. Pass auf, da unten sind einige Ratten. Aber die sind ja kein Problem für dich. Ach so, hier ist, nee, hier ist schon das nächste Bonfire. So war das, genau. Kannst du anmachen. Okay, und jetzt gehen wir wieder zurück, aber, weil da oben gibt es noch richtig viel zu holen. Das ist ja noch relativ großes Level. Aber da ist schon der nächste Abschnitt sozusagen. Ja. 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 Man will nie sterben. Nee. Ja. Hast du noch Flakons oder nicht? Ja, zwei, schick doch. Komm hier runter erstmal. Sonst müssen wir ja alle Gegner nochmal neu machen. Ja, die Großen. Guck mal. Ja, da geht's hoch. Aber hier vorne gibt's noch was. Lass erstmal hier durch. Wo? Achtung, wenn du da durchläufst, rechts um die Ecke steht direkt einer. Ja, weil es hier noch, hier geht es nicht weiter und hier gibt es noch was. Deswegen, da geht es nicht weiter, ne? Ja, hier liegt überall noch was. Deswegen sage ich ja, ne? Das können wir gleich machen. So. Achtung, rechts um die Ecke ist er. Da steht er schon, rechts um die Ecke. Renn du durch, renn du durch. Oh, da kommt er schon. Korrekt. Hier gibt es noch ein paar Sachen für dich, glaube ich, oder? Das ist richtig gut. Für mich ist das richtig gut. Kannst du mir den Ring geben und vielleicht kann ich den zweimal anziehen? Ja, kannst du mir auch geben. Ja. Brauchst du eh nicht. Ja, die Zauberausrüstung habe ich schon. Die brauchst du nicht. Den Ring brauche ich noch. Mal probieren, ob man den auch zweimal anziehen kann. Ich glaube es zwar nicht, aber
Gefallene Gegner bringen mehr Seelen. Du hast ja hoffentlich den Ring an. Gefallene Gegner bringen mehr Seelen, ne? Ausrüstung des Rings nicht möglich. Der derzeit inkompatible Ring ausgefallen. Ja, kann ich, kann man kann den nicht zweimal nehmen. Schade. Ja. Aber das wäre sonst richtig geil. Das ist ein bisschen schade. Ja, das wollen wir jetzt. Man kann hier hoch, aber da ist dann schon ein anderer Boss wieder und ein anderer Weg, anderer Abschnitt. Da gehen wir jetzt aber erstmal nicht lang. Gehen jetzt erstmal hier zurück. Und sammeln noch den anderen Schiss hier ein, den es hier gibt. Ja, ist schon ziemlich groß. So, Achtung, hier sind noch so ein. Boah, also ein Hund irgendwo. Boah. Ich kämpf doch. Mach den Hund platt. Nimm Energie. Ja, ist doch super. Wahrscheinlich ich durch die zwei Dicken. Ja, ich hab. So, dann gibt's hier unten gibt's noch was. Da wo die ganzen Pilze stehen. Da unten, siehst du? Da müsste eigentlich noch was geben für dich. Ja, da wo die Pilze sind. Was kannst du da einsammeln? Genau. Jetzt kannst du hier noch hoch. Hier gibt es auch noch was, glaube ich. Okay. Genau. Wo bist du? Nee, hier durch dieses Tor. Wo bist denn du? Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, da bin ich doch. Was? Mach mal den durch hier platt. Okay, wo wollt's jetzt hin? Ja, da. Ja, wir können auch hier jetzt noch gleich eine Scherbe holen für dich, eine Estus-Scherbe. Ja. Achtung, Achtung, Achtung. Da sind zwei. Da kommt der Dicke, genau. Da hinten liegt nämlich eine Estus-Scherbe auch. Deswegen, den müssen wir noch platt machen. Ja, okay. Zu zweit sind die easy, allein sind die der Horror, ey. Okay, ich kann jetzt gleich nicht mehr schießen. Ich habe keine Magie mehr. Da rechts um die Ecke, Achtung, da ist noch einer. Ein großer, ein dicker. Den muss noch platt machen. Aber da liegt wohl. Doch, da in der Ecke liegt er da. Schaffst du aber. Okay. Und hier liegt eine Scherbe. Oder hier irgendwo. Irgendwo muss hier eine Scherbe liegen. Ja.
Runtergeglitscht. Okay, der andere. Kommt der jetzt auch noch? Was er da macht. Jetzt. Und hier müsste jetzt eigentlich noch. Nice. So, siehst du. Erste Scherbe. Das ist ja gut. Wie viele Points hast du? Ja, 18.000, siehst du, ist doch schon mal stark. Okay, Achtung, hier rechts kann man noch rein. Hier. Ach so, warte mal, hier hinten gibt es noch ein Bonfire. Wo waren das nochmal? Hier gibt es noch irgendwo ein Bonfire. Hier, hier bei mir. Ja. Ja, top. Was brauchst du nämlich? Okay, dann können wir hier rein noch. Ja. Achtung, den mit der Klingel musst du zuerst killen. Hier, den mit der Klingel. Achtung, da oben ist ein Magier auch. Nee. Okay. So, weil sonst weckt der nämlich alle auf und dann kommt, Achtung, dieser Magier. Auch mal langsam so ein Knochensplitter, ich weiß nicht, ob du das schon gefunden hast, damit du deine, dann geben deine Flakons mehr Energie. Ja, hier ist noch einer. Dann kannst du das Bonfire upgraden. Oh, oh. Fast gestorben, ey. Alter, hier oben sind noch welche. Alles eingesammelt hast. Vor unten ist jetzt noch einer. Voll ohne geboxt. Jetzt musst du an einem Bornfeuer machen, in den Feuerband schreien. Zeige ich dir gleich. Pass auf. Was? Jetzt. Drauf. Ja, komm rein. Oh. Okay. Pass auf. Da vorne brauchen wir eigentlich gar nicht lang, weil da geht's zum nächsten Boss. Den machen wir jetzt eh noch nicht, weil da haben wir ja nicht genug Flakons für. So, genau. Achtung, das ist so ein Dings. Muss kaputt machen. Ja, jetzt müsste ich es bekommen haben. Achtung, Gegner. Okay. Mir auch. Mein Magier ist halt kacke, wenn du nur noch ein Schwert hast. Und keine Mana. Da oben ist doch einer, also ein Zauberer. Achtung, der schießt. Der eine schießt jetzt. Ja, musst du da hoch. Da oben gibt's nämlich noch was. Jetzt sind wir, genau, jetzt sind wir nämlich hier. Pass auf, der Schutz zockt schon ziemlich viel ab. Jetzt kommt er doch. Er schießt auf dich. Boah, der andere Penner hat mich voll erwischt. Nee. Das sind zwei. Nee, der hat unendlich Mana. Ich treffe den nicht, weil der andere mich als da runterwirft dann.
Ja, sehr gut. Komm. Ah, sehr gut. So. Hier müsste noch was geben eigentlich. Ach so, nee, warte mal. Du musst hier, guck mal, hier kannst du runter. Hier. Und hier müsste noch was geben eigentlich. Hier vorne. An der Kante da. Ja, dafür. Nee, wenn du den anziehst und du stirbst dann, dann verlierst du keine Seelen, aber dann ist der Ring auch weg danach. Ja, egal, wir gehen jetzt eh zurück zum Leuchtfeuer. Dann gradest du dich jetzt erstmal in Ruhe ab und dann können wir nächsten Abschnitt oder nächste Boss machen. Eins von beiden. Bonfire. Das ist hier drüben, ja. Entweder ganz am Anfang oder hier drüben. Also mal gucken, warte mal hier lang. Hier lang. Wo bist du? Hier lang. Hier links. Links von dir. Bei mir, ich habe nämlich alles leer. Mana leer, Flaschen leer. Alles leer. So, und hier. Hä? Wo bist du denn? Da, hier, da bin ich doch. Hier. Hier ist noch ein Dude. Kann man nochmal verkloppen. Genau. So, dann jetzt hier hoch. Ah ne, da drüben ist es, siehst du? Da oben. Oh. Hier ist einer eingefallen gerade. Komm her. Wo bist du? Geh mal hier ans Lagerfeuer. Kannst du da dran? Nix, warte. Hier. Ah, der ist eh weggegangen jetzt. Jetzt kannst du hier hingehen. Ach so, ja, ich muss ja erst rausgehen. Warte, ich gehe raus. Der ist schon weg wieder. So, jetzt geht's ans Bonfire. Dann kannst du dich erstmal in Ruhe upgraden und dann machen wir später mit irgendwas anderem weiter. Ach so, ja, geh mal zum Feuerbandschrein. Und da kannst du dich an das Lagerfeuer setzen und da steht Untotenknochen darbieten oder so. Ja, guck. Ja, drück doch mal drauf. Hast gemacht? Hast du einen gehabt? Guck mal, ob es nochmal geht. Vielleicht hast du ja auch schon zwei. Okay, jetzt hast du es schon gemacht und jetzt steht da plus eins oben rechts, wenn du ans Bonfire gehst. Genau, und dann hast du jetzt das. Es gibt dann mehr sozusagen. Kannst du auch machen. Da kann er nämlich dann so Bosswaffen schmieden. Beim Schmied. Genau, jetzt kannst du dich nur upgraden. Ich kann nur eine Stufe machen, ey, das ist ja schon krass. Intelligenz. Ja, du hast ja noch ein paar Seelen da, die kannst du ja benutzen, wenn du noch dir ein bisschen was fehlt. Und geh auf jeden Fall nochmal zu dem Dude, der dir die Stufen kostenlos gibt. Guck mal, ob er dir noch, ob er noch da ist und ob er dir noch, da kann dir mit Sicherheit auch noch ein paar Stufen geben. Ja, Leute, an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Klickt mal auf die Glocke, klickt den Daumen und auch abonnieren, wenn ihr Bock habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, Freunde. Bis dann. Ciao, ciao.